Mein Name ist Philipp Greutmann. Ich arbeite im Head Office von der Winter Universiade 2021 in Lucerne und arbeite dort im Bereich des Venue Management. Im Venue Management arbeiten wir eng mit den lokalen Organisationskomitees zusammen. Nachher habe ich einen Termin im regionalen Eiszentrum in Lucerne. Kommt doch mit! Mein Name ist Jörg Müller. Ich bin der sogenannte Chief Medical Officer von der Winter Universiade 2021. Die Aufgaben von mir sind zweiteilt. Die eine Aufgabe ist der medizinische Dienst an allen Wettkampfstätten sowie bei der Eröffnungs- und Schlussfeier sicherstellen. Das zweite ist, für alle Dopingkontrollen die entsprechenden Kontrollräume zur Verfügung zu stellen, damit Anti-Doping Schweiz die Kontrollen durchführen kann. Ich freue mich natürlich sehr auf die bevorstehenden Wettkämpfe der Winteruniversiade. Wir sind jetzt in einer Phase der Vorbereitung, wo alles ziemlich Hand und Fuß überkommt. Man hat sehr konkrete Vorstellungen, wie alles aussehen muss. Wir haben jetzt heute zwar den Ist-Zustand gesehen, und wenn man das vergleicht mit dem Soll-Zustand vom Januar 2021, dann gibt es noch sehr viel Arbeit. Die Arbeit können wir aber nur durchführen dank Haufen Volunteers, die uns während dieser ganzen Vorbereitungsphase tatkräftig werden unterstützen. Bei so einem grossen Anlass mit ca. 3'800 Volunteers ist es wichtig, dass die Volunteers von außen gut erkennbar sind. Ab 5 Einsatztagen bekommt jeder Volunteer und auch jedes OK-Mitglied eine komplette Ausrüstung. Mit meinem Team bespreche ich heute das definitive Design dieser Volunteers-Bekleidung. Als Ressortleiterin Marketing und Sponsoring ist aber das Finden des richtigen Designs nur eine von vielen Aufgaben. Zu weiteren Aufgaben gehören auch Marketing, Kommunikation und Medienarbeit, Promotion, das Finden von Sponsoren und das Ticketing. In all diesen Bereichen, aber auch noch in ganz vielen weiteren Bereichen, suchen wir Volunteers für diesen Anlass. Darum melde doch auch du dich heute noch an und wird Teil von dem grossartigen Event.